Meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass der Raum so gut gefüllt ist. Ich freue mich, dass Sie das Interesse und vielleicht sogar den Mut aufgebracht haben. So, jetzt werde ich eingenordet. Ja. Dass Sie das Interesse und vielleicht sogar den Mut gefunden haben, sich selbst mit Ihren eigenen Augen und Ohren ein Bild von unseren Personen und Positionen zu bilden. Denn das tut in dieser Medienlandschaft heutzutage wahrlich Not. Wir befinden uns ja angeblich gerade im Wahlkampf. Und da kommt es natürlich auch vor, dass man mit Leuten spricht, mit denen man sonst eigentlich freiwillig nie ein Wort wechseln würde. Zum Beispiel CDU-Wähler. Und da kriege ich oft einen Satz zu hören, den mit Sicherheit meine Kollegen hier auch schon häufiger gehört haben. Nämlich, was habt ihr denn gegen die Merkel? Uns geht's doch gut. Ja. Ich habe deswegen nochmal 3 Billionen Gründe mitgebracht, warum wir etwas gegen Frau Merkel haben. Aber vorneweg, dieser Satz verrät uns mindestens 2 Dinge. Erstens, diese Menschen sind sehr schlecht informiert. Zweitens, diese Menschen sind wahrscheinlich typisch für das deutsche Bürgertum. Die denken und fühlen Politik nämlich mit ihrem Portemonnaie. Und solange sie glauben, zu den Profiteuren zu gehören, sind ihnen die Sauereien in Berlin und Brüssel reichlich egal. Und das ist schlimm. Jetzt zu den 3 Billionen wichtigsten Gründen gegen Merkel. Ja, Sie haben richtig gehört, es geht um 3.000 Milliarden Euro, die Merkels Elitenprojekte unsere Volkswirtschaft kosten wird. Und unsere Volkswirtschaft, das klingt fürchterlich abstrakt, aber am Ende sind Sie das, die Bürger. Sie müssen die Zeche für diese Elitenprojekte bezahlen. Es geht dabei um die Euro-Rettung, um die Energiewende und die grundgesetzwidrige Öffnung der Grenzen, die gleichzeitig bedeutet Hartz IV für die Welt. Bevor ich Ihnen das ein bisschen genauer erläutere mit diesen gewaltigen Beträgen, vielleicht erstmal zur Veranschaulichung ein bisschen Zahlenkunde. Denn 1 Billion, das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Also die meisten von uns, die kennen die ja wahrscheinlich nur aus dem Mathematikunterricht. Und bis vor wenigen Jahren war ja sogar 1 Milliarde eine richtig große Zahl. Aber heutzutage, wenn Sie mal in die Nachrichten gucken, alles was unter 1 Milliarde ist, das kommt ja gar nicht mehr vor. 1 Million dagegen, das ist doch was richtig Griffiges, oder? Da jonglieren wir vielleicht nicht jeden Tag damit, aber ich würde mal sagen, ein guter Vergleich für 1 Million Euro ist eine richtig ordentliche Villa. Ne? Also ich glaube, da hat jetzt jeder von uns so ein Bild im Kopf. 1 Million Euro ist eine schicke Villa. 1 Milliarde Euro sind 1.000 solcher Villen. Was nehmen wir da mal als Vergleich? Nehmen wir vielleicht das Rhein-Main-Gebiet. Die Villen des Rhein-Main-Gebiets, das ist jetzt mal so ungefähr 1 Milliarde. Und 1 Billion sind 1.000 mal die Villen des Rhein-Main-Gebiets. Das sind die Villen ganz Europas. Davon reden wir. Das ist 1 Billion, mal ganz grob, bitte nicht genau nachrechnen, aber davon reden wir. Fangen wir mit der Euro-Rettung an. Sie erinnern sich vielleicht noch, als vor ein paar Jahren der Putsch von oben stattfand, als in Rekordzeit gewaltige Gesetzespakete durch die Parlamente gepeitscht wurden, die wunderschönen Rettungsschirme über Europa aufspielen. Da geht es um zig 100 Milliarden Euro, die aber vermeintlich nur aus Garantien und Bürgschaften bestehen. Das ist doch das, was uns immer erzählt wird, nicht? So, allein Deutschland hat schon 100 Milliarden Euro über den Tresen geschoben in Richtung Club Med, in Richtung der Krisenländer in Südeuropa. 100 Milliarden, das sind 100.000 Villen, die schon bezahlt sind. Sie kennen bestimmt alle den Begriff Target. Ich will nicht in die Details gehen, die sind nämlich furchtbar langweilig. Aber ganz grob gesagt,
Target ist der Bierdeckel, auf dem die Notenbanken der anderen Euro-Länder ihre Schulden gegenüber der Bundesbank anschreiben. Und jetzt festhalten, der Target-Saldo beträgt zurzeit 836 Milliarden Euro. Das ist Geld, das andere Euro-Staaten der Bundesbank schulden. Und jetzt können wir mal ja alle, jeder für sich überlegen, wie groß die Chancen sind, dass wir dieses Geld zurückbekommen. Null. Null. Danke, dass Sie es gesagt haben. So, und dann gibt es natürlich noch einen ganz großen Held der europäischen Geschichte, Super Mario Draghi. Sie kennen ja seinen legendären Satz, whatever it takes. Was immer es kostet, wir werden den Euro retten. So, und wie macht er das? Wie das in Europa so üblich ist, fängt es zunächst mal mit einem Rechtsbruch an. Die ganze Euro-Rettungsgeschichte ist nämlich rechtswidrig. Und zwar europarechtswidrig. Da steht explizit drin, dass kein Staat der Eurozone für einen anderen Staat der Eurozone haften darf. Gemachtes Fossil. In dem gleichen Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union steht auch, dass es der Europäischen Zentralbank explizit untersagt ist, verboten ist, Staatsanleihen zu erwerben. Gemacht wird es trotzdem. Warum? Um die Zinsen herunter zu manipulieren. Und auch das spüren Sie in Ihrem Portemonnaie, nämlich durch entgangene Zinsen. Und jetzt haben sich ein paar Banken mal darüber hergemacht und ausgerechnet, wie viel das eigentlich ist. Und allein für Deutschland reden wir seit 2010 von entgangenen Zinsen von 436 Milliarden Euro. Das ist Ihr Geld, das Ihnen weggenommen wird und hauptsächlich den Staaten zufließt. Denn Staaten als die größten Schuldner haben natürlich am meisten davon, wenn die Zinsen heruntermanipuliert werden. Wie nennt man das, wenn Geld vom Bürger zum Staat fließt? Steuern. Gut, richtige Antwort, Steuern. In einer anderen Diskussion hat einer gesagt, Diebstahl. Habt ihr ja auch schon. Es fühlt sich auf jeden Fall ähnlich an, ne? So, meine Damen und Herren, also wir merken, da sind richtig viele Willen unterwegs. Gigantische Beträge werden hin und her geschoben. Wofür das alles? 2016 betrug die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und Griechenland 50%, in Italien 40%, in Portugal 32% und in Frankreich 25%. Fragen Sie mal einen dieser arbeitslosen Menschen, wie großartig sich das anfühlt, von deutschem Geld gerettet worden zu sein. Der zeigt Ihnen einen Vogel, wenn nichts Schlimmeres. Wir sagen, danke, Frau. Das nächste Billionen-Desaster, die Energiewende. Wir alle erfreuen uns an den Solardächern und vor allen Dingen den schönen Windrädern. Und nicht ganz so sehr erfreut sind wir natürlich über die Stromrechnung. Aber das ist auch nur ein Teil der gesamten volkswirtschaftlichen Kosten, die da auf uns zukommen. Schlaue Leute haben ausgerechnet, bis 2015 hat die Energiewende mehr Kosten für die Volkswirtschaft in Höhe von 150 Milliarden Euro erzeugt. Bis 2025 gehen die gleichen schlauen Leute davon aus, dass die Gesamtkosten auf 520 Milliarden Euro steigen werden. So, und jetzt muss man wissen, dass das großartige Erneuerbare Energiengesetz für 20 Jahre die Einspeisevergütungen garantiert. Das heißt, all die Anlagen, die jetzt vor allen Dingen seit 2011 den eigentlichen Startschuss der Merkel'schen Energiewende, die eigentlich schon die zweite Energiewende von Angela Merkel war, all diese Anlagen werden uns also weit bis in die 2030er Jahre hinein einen Haufen Geld kosten. Das heißt, auch da haben wir definitiv es mit einem Billionenwerk zu tun. Wozu das alles? Wir wollen ja die Welt retten. Kleiner machen es wir Deutschen ja nicht. Aber Deutschlands CO2-Emissionen waren im Jahr 2016 höher
als 2009. Das Ganze war also völlig für die Katze. Es ist also ökologisch totaler Mist, was bei der Energiewende passiert. Aber noch viel schlimmer finde ich, dass das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, in höchstem Maße asozial ist. Denn rein theoretisch könnte man noch sagen, wenn das ganze Thema aus dem Steuersäckel finanziert wäre, dann würden ja die Gutverdiener, die Reichen, über ihre höhere Steuerbelastung auch mehr in diesen Topf einzahlen und es wäre so einigermaßen gerecht. Das ist aber bei der Energiewende nicht der Fall, denn die Hauptlast der Energiewende wird nämlich über den Strompreis auf alle Kunden umgelegt. Jeder Kunde zahlt gleich viel EEG-Umlage pro Kilowattstunde. Das bedeutet, die sozial Schwachen zahlen mit ihren Strompreisen die in Rendite für Investitionsprojekte, die sich überhaupt nur die Gutverdiener und Reichen leisten können. Unökonomisch und asozial, meine Damen und Herren, mein Urteil ist zumindest klar. Ich sage wieder, danke Frau Merkel für ein völlig missratenes Gesetz. Kommen wir nun zur illegalen Grenzöffnung von Hartz IV für die Welt. Ich muss Sie bitten, sich festzuhalten, weil diese Zahlen ziehen einem wirklich die Schuhe aus. Der Ökonom Bernd Raffelhüschen hat nämlich ausgerechnet, dass jeder Flüchtling den deutschen Staat 450.000 Euro kostet. Das ist eine halbe Villa. Wenn ein Ehepaar kommt, ist es schon eine ganze. Dann kommen die Kinder. Wenn diese Asylbewerber innerhalb von 6 Jahren in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Aus dem gleichen Grund sagt der Ökonom Hans-Werner Sinn, den Sie sicherlich auch kennen, dass diese Zahl wahrscheinlich noch zu niedrig angesetzt ist. Es kursieren Zahlen von insgesamt 1,5 Billionen, die uns Stand heute, also das heißt auf Basis der Flüchtlingszahlen, die wir bisher aufgenommen haben, an volkswirtschaftlichen Kosten drohen. Die Bertelsmann Stiftung, die ja auch so zu den Erzbösewichten in diesem Lande zählt, die ist sich tatsächlich nicht zu schade dafür, eine Studie herauszubringen, die da sagt und die da heißt, Migration ist ein Gewinn für alle. Da steht noch im Klappentext außen drauf, der Sozialstaat wird durch Zuwanderung entlastet und gewissermaßen unsere Rente gerettet. Macht man dann den Fehler und verdirbt sich die Laune, indem man die Studie tatsächlich einmal liest, dann findet man aber in genau dieser Studie die Aussage, dass jeder Ausländer den deutschen Staat, also wir reden nicht von Asylbewerbern, jeder Ausländer den deutschen Staat 76.000 Euro mehr kostet, als ein Deutscher. Und trotzdem steht außen drauf, Migration ist ein Gewinn für alle. Wie verlogen ist das? Meine Damen und Herren, wir dürfen aber beim Thema Asyl und Migration, sollten wir, glaube ich, nicht zuerst mit dem Geld argumentieren. Denn Jan, ich korrigiere dich nur höchst ungern, aber du sagst es, glaube ich, gerade, die Armen der Welt kämen zu uns. Das sind aber nicht die Ärmsten der Armen, die kommen. Wir wissen, dass die Menschen, die zu uns kommen, Tausende von Dollar für Schlepperdienstleistungen bezahlt haben und sie mussten auch stark und gesund genug sein, um diese Reise überhaupt zu überstehen. Deutschlands offene Grenzen retten niemanden vor dem Verhungern. Deutschlands offene Grenzen retten auch niemand aus Gefahr für Leib und Leben in Kriegsgebieten oder ganz egal in Folterkellern in Syrien, Libyen oder Gott weiß wo auf der Welt. Die Ärmsten der Armen und die Gefährdetsten kommen gar nicht zu uns. Stattdessen setzen wir de facto eine Prämie für die Reichen und Starken aus diesen Ländern aus und hängen uns dafür noch
eine Girlande der Moralität um. Ich finde, das ist eine üble Heuchelei. Das ist nämlich das Gegenteil einer humanitären Flüchtlingspolitik. Meine Damen und Herren, all diese vorgenannten Elitenprojekte sind niemals demokratisch legitimiert worden. Niemand ist danach gefragt worden. Klammer auf, gleichwohl gab es immer wieder genug Leute, die die Blockparteien gewählt haben, Klammer zu. Dennoch müssen wir jetzt einfach mal sagen, stopp! Bis hierhin und nicht weiter. Ihr Mächtigen in Brüssel und Berlin, jetzt ist Schluss mit uns nicht! Das Schlagwort, was immer wieder zur Rechtfertigung und Begründung dieser missratenen Politik angeführt wird. Alternativlos. Meine Damen und Herren, das Einzige, was wirklich alternativlos ist, am 24.09. Erst- und Zweitstimme für die AfD. Vielen Dank.